Herzlich willkommen zurück, ihr schon coolen Freundinnen und Freunde der World of Warcraft zur Folge 194 meiner Solo-Let's Play-Serie Lasst uns Gold verdienen in Echtzeit, die vor Monaten begann mit Level 1.0 Kupfer auf einem neuen Server. Mit der wahnwitzigen Idee, 7 Marken zu verdienen in absoluten Casual-Rahmenbedingungen. Und das noch in einem ökonomischen Zustand, bei dem tatsächlich das ganze Thema BOE sehr, sehr schwierig ist. Und das, was Chancen bietet, erfordert, ja, ich zitiere diese, Andreas, du brauchst eigentlich 5000 Stunden, um die Berufe alle nachzuziehen, ja. In die werde ich jetzt hier nicht mehr investieren. Und anfangs hielt ich das für albern, diese 5000 Stunden, dachte, na okay, na, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, klar, über Jahre, aber dem Grunde nach, so nach über 240 Stunden, ja, da ist etwas dran. Und statt jetzt im Moment nur im Kreis zu fliegen und Elemente zu farmen, Leder zu farmen und durch die Instanzen zu rennen für Ruf, das macht zwar auch Laune, aber ich versuche gerade diese NPC-Bodyguard-Geschichte, diese Solo-Multibox habe ich das genannt, jetzt wirklich nochmal ein bisschen auszuschlachten, um zu gucken, was kann ich mit diesem Tempo und dem Killspeed eigentlich machen, dadurch, dass ich die NPC-Begleiter durchphasen kann in andere Gebiete. Das ist nach wie vor möglich, das ist nicht gepatcht, das geht seit Jahren, aber hat zumindest offensichtlich noch keine negative Wirkung gehabt, so dass das hier gar kein Problem ist und Blizzard hat das bisher nicht unterbunden. Deswegen bin ich da im Übrigen auch sehr entspannt und habe auch gar keinen, also ich finde da jetzt nichts Komisches dran, so. Was ich jetzt machen werde, ist nochmal tatsächlich so ein kompletter Cancel-Scan. Soweit gehen wir das einfach mal durch. Und dann bleibt mir noch darauf hinzuweisen, dass ihr hier, ne, vielen Dank an die Kanalmitglieder, die erhalten FOB-Zugriffe auf das, was ich rausproduziert habe. Alles wird weiterhin öffentlich, ihr kennt das Spielchen schon. Und diese Playliste hier verlinke ich. Und das ist schon verrückt, was so zusammengekommen ist, ja, tatsächlich an Folgen insgesamt. Aber was auffällt in den letzten Wochen, Monaten, das liegt jetzt auch an der Spätphase der World of Warcraft, das, an Dragonflight, an dieser Expansion, das liegt jetzt auch daran, dass wir irgendwie auf The War Within natürlich warten und dann hat WoW noch so ein paar andere Modi, die reinkommen. Also abseits der Meilenstein-Videos fällt mir schon auf, dass es tatsächlich schwer ist, über 200 oder 300 Aufrufe zu kommen. Ihr seht hier, vor einem Monat hatten wir noch so 400 irgendwie geknackt und vor zwei Monaten sogar noch 500, 600. Also will sagen, das werde ich jetzt gar nicht, ne? Also man ist ja als Content-Creator mal dabei, so das irgendwie persönlich zu nehmen, das ist aber nicht der Fall. Das liegt A, an den Rahmenbedingungen der WoW, Art 1, Art 2, liegt das natürlich auch daran, wer von euch hat eigentlich die Möglichkeit, sich diese Sachen alle anzugucken? Also wann will man sich denn diese Geschichten angucken? Ja, das sind immer Stundenfolgen und viele hängen auch hinterher. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe ja auch so viele Podcasts, denen ich folge. Ich habe hunderte Kanäle, auch auf YouTube sogar, die man über die Jahre abonniert hat. Und ich habe so die, die ich regelmäßig gucke, da sind so 4, 5, 6... bei denen ich sogar fast täglich gucke, was ist da, aber ganz ehrlich, das ist nicht machbar. Es ist zeitlich nicht machbar. Also nach, wir haben hier wieder, also es kommen Sales rein, ja, da, ich will da jetzt hier gar nicht rumjammern. Hier ist der alte Dalar, der alte Foliant des Portals Dalaran hat sich hier verkauft. Das freut mich, also insofern kommen immer mal Sales rein. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt noch mit diesen Rohgold-Themen beschäftigt bin, profitiere ich jetzt davon, dass im Hintergrund ein paar Sachen gelaufen sind. Also wir haben unser Gold die Stunde, haben wir hier schon wieder gemacht. Das ist natürlich durchaus ein bisschen lucky, aber das nehmen wir mit, da freue ich mich drüber. Und gleich kommen wir in den Throttle rein, dann logge ich mich nochmal um. Nein, also will sagen, natürlich dem Grunde nach zeige ich jetzt ja auch nichts Spektakuläres mehr, ne? Also das ist so letztendlich eine Beriesung für die meisten. Unter dem Aspekt, man zeigt doch mal hier Farmspots und solche Geschichten, ist das ja immer mal in die Videos versteckt. Oder es ist dann wirklich besser aufgehoben in 10 bis 20 Minuten Videos, um Sachen zu zeigen, zu analysieren, ein bisschen zu erläutern. Das ist, glaube ich, schon das Limit. Alles andere ist für viele, und das kann ich nachvollziehen, ist, glaube ich, einfach zu viel des Guten. Es ist zu viel des Guten und von daher nehme ich das auch gar nicht persönlich oder finde das doof oder sage, Leute, Mensch, das ist ja so, ja, ich schmeiße die Flinte ins Korn, sondern ich sage dir immer, ne, wenn es irgendwie,
da alleine 100 noch gibt, ja, 100, die sich das irgendwie angucken, denen das gefällt und denen das hilft und für die das einfach ein bisschen Berieselung ist und ein bisschen Bespaßen und so ein bisschen Infotainment, dann ist es ja in Ordnung, ne? Und dafür mache ich das ja. Ziel war niemals von vornherein, dass ich da hier irgendwelche monetären Gedanken habe oder dann hätte ich das schon anders irgendwie ausgeschlachtet. Auch dann würde ich den Content völlig anders gestalten, wenn mir wichtig wäre. Und viele von euch kennen mich jetzt schon die Jahre, dass ihr da wisst, dass das irgendwie nie meine Priorität war und ist oder dass ich da irgendwie einen Schwerpunkt drauf lege. Dann würde ich es irgendwie anders ausschlachten. Geht bei den Thumbnails los, geht bei den Titeln los und bei den Sachen, die ich zeige. Das soll einfach hier und da in Kenne die Möglichkeiten sein und ja, begleitendes Zuschauen hier bei den Geschichten, die ich irgendwie mache. Also hier sehen wir wieder, da ist sehr viel, was wir nicht mehr einstellen und verkaufen. Das könnte man entzaubern. Das sind alles Sachen hier, das ist hier zum Schluss. Sind das genau die Sachen hier, nämlich die Waffen? Ne, was machen Waffen? Ja, das ist alles weg. Das ist hier gecraftet, aber ihr seht, da brauche ich gegen 9 Leute, ne? Und nachdem ich dann, das ist dann halt oft so das Phänomen, nachdem ich natürlich die Videos dann öffentlich gemacht habe, kann ich immer schon die Uhr danach stellen, wann die Märkte, die ich bisher so im Griff hatte oder die Nischen, wann sich das erledigt hat. Und damit kommen wir dann nämlich genau wieder zu dem Kern. Sobald ihr nicht die Möglichkeit habt, die Auktionen zu überwachen, werdet ihr feststellen, man ist an vielen Fronten wirklich raus. Man ist einfach raus und hat gar nicht mehr die Chance, sich noch darum irgendwie zu kümmern. Und ich habe jetzt diesen ganzen Daddeldu-Kram hier reinzusetzen. Ja. Das machen wir alles mal zum Schluss. Und dann wird alles entzaubert. Hier 6 Leute, ne, die sich hier um 19 Gold betteln und so. Die Sachen sind halt durch. Dieser Transmog-Markt ist durch. Also ihr macht im Rahmen des Transmog-Farmens mehr Gold, wenn ihr einfach eine Sache günstig snipet. Also das ist quasi schon fast der beste Transmog-Farm. Ihr habt letztendlich keine Chance gegen diese Massen. Ihr verkauft oft an Reseller. Die Märkte sind absolut gesättigt, weil das Gegenstände sind, die man im Rahmen eines jeden Farmprozesses sowieso erhält. Und das ist einfach die Hürde. Das ist einfach die Hürde dabei. Und genau, ich habe doch meinen Ruhestein doch jetzt sinnvoll gesetzt. Dieses ganze Geschichte Zidormi, die wir jetzt nicht sehen, das ist nach wie vor, ich hatte gestern noch mal gelesen, das ist ein Blizzard-Fehler. Und das ist halt interessant, auf wie viele Fehler ich stoße im Rahmen. Im Rahmen jetzt meiner Serie, bei der man einfach feststellt, da hat Blizzard einfach gewisse Sachen immer noch nicht rausgepatcht. Oder korrigiert. Oder wieder heile gemacht. Dann komme ich ja gerne mit meiner kleinen Lästerei. Naja, das ist halt auch eine kleine Amateurbude. Ja, mit 20 Entwicklern. Warum? Wie soll man das erwarten? So, das ist dann sozusagen die Böde des Phasings, ne? Dass ich da nach Anna City komme ich jetzt nicht mehr rein. Dazu muss ich jetzt erstmal diese BFA-Kampagne, muss man dieses, dass man da ankommt, da bei dem Siegel und sowas, das muss man, glaube ich, irgendwie machen. So, dann mit Nathanos irgendwie einmal sprechen. So, und dann ist Zidormi dann auch irgendwie wieder da. Also insofern, das ist ein bisschen das Anstrengende und das, was ihr manuell korrigieren müsst bei dem Phasing. Hier, ja, und damit sind wir dann ja bei dieser Reihe. Hier nutze ich das Phasing zu meinen Gunsten. Das ist einfach so der Gag dabei. Das heißt, ich hole jetzt die Kompaiken mal wieder hier ab. Na, wir hätten das so oft reicht, einmal hier das hier rumreiten und dann phasen sie sich rein. Und klappt, hat jetzt sogar am ersten Versuch geklappt. Also reitet einmal um den Zaun rum, das mag dann schon reichen. Und dann hole ich mir die anderen Nasen jetzt hier auch noch. Und hier Markus Königskraut. Wo steht denn das?
Bei 5 Gold. Ja, aber das wird wieder anziehen. Also die werde ich jetzt nicht verkaufen. Gucken, ob wir auch sowas haben mit den Schlickfeldern und. Ach ja, da war ja was. Na? Okay. Hier hat's geklappt. Also einmal den großen Bogen herumfliegen. Den ganz großen Bogen. Und dann sind wir kurz vor Level 55. Und das Ziel lautet tatsächlich Level 59. So, dann schauen wir mal, was hier mit, ne, gelootetes Gold. Das sind jetzt schon 4. Also gucken wir mal. Ich muss das wirklich live sehen und ich habe das noch nie mit XP-Stopp getestet. Das sozusagen das Boiler. So, die nehmen wir mit. Okay, das ist auch schon belegt. Aber genau das sind die Sachen, die ich testen möchte. So, nicht mein. Genau, Quests gibt es nämlich ja noch genug. Achso, hier Arati Hochland ist ja das alte. Diese Phasing-Geschichten, die passe ich bei Gelegenheit an. Sag mal, die Rares, ne? Die sollte man sowieso mal mitnehmen, denn die droppen ein grünes Item. Cool wäre natürlich eine Waffe. Das wäre sogar schon cool. So, und ihr seht hier, die hätte ich jetzt im Zweifel noch sogar ins Auktionshaus getan, wobei gegen 4 Leute bin ich chancenlos, ne? Dadurch, dass ich die Auktionen nicht resette. Oder nur einmal am Tag oder alle 2 Tage bin ich da raus. Wirklich chancenlos. Sag mal hier, die lassen doch auch die Eier fallen, oder? So, alles, was hier so Federvieh ist. Ja, tatsächlich. Und lassen sich sogar auch plündern, was Silber und Gold angeht. Das ist natürlich auch gerne genommen. So, warte mal, hier, wo ist das Wölfchen? Hier. So, es sind jetzt nur noch 4 Levels, der kleine Unterschied. Aber dann sind, glaube ich, diese grünen Eier. Ich glaube, dann knacken wir sogar 10 Gold. Ich glaube, mit Level 59 haben wir 10 Gold am Ende. So, wie gesagt, das ist schon verrückt. Also der nicht nur der Killspeed, sondern da komme ich gut XP zustande. Und das bedeutet dann, dass ich dann nach Orgrimmar gehe. Dann machen wir den Umschwenk. Also XP-Stopp erstens und zweitens, da muss ich ein paar Phasing-Sachen anpassen. Möchte ich ein paar Phasing-Sachen anpassen, wobei jetzt an der City jetzt nicht super wichtig ist, ne? Aber so, ihr seid noch da, ihr seid noch da. So, das ist hier unser Weg rüber in das Hügelland. Guck mal, der ist auch da.
Gut, das ist jetzt ärgerlich. Ja, dieses Zaubertuch, das stelle ich aber für 12 Gold 99, stelle ich das jetzt nicht ein. Für 12,99 stelle ich das nicht ein. So, ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier noch eine ganze Reihe Quests. Hier bei der Forschungsstation, hier geht es, glaube ich, auch um das Thema. Ist das hier Lauerfels aufräumen und solche Sachen? Oder kommt das da hinten? Noch ein paar Wölfe umballern. Na, können wir hier gucken. So, meine Begleiter sind alle da. Und das Auge von Chadra, das war das. Genau, das ist nebenan. Wieso, ich bin noch hier? Was erzählt er denn da, ne? So ein kleiner Kaspar, gell? Ah! Guck mal an. Die tobt hier auch rum. So, na hier die Eulen Bestien, das ist hier auch alles. Ich sag mal, das Federvieh gibt auch kleine Eier. So, hallo. 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 So, und ich muss mich um gar nichts weiter kümmern, ne? Ich kann ganz entspannt die ganzen Sachen looten hier. Und den Rest der Arbeit übernehmen hier die NPCs einfach. Und ich möchte den Level 59 Killspeed jetzt dann am Ende nutzen, wirklich für das, was ich hier noch an Quests machen kann. Ich sag mal, die Quests, die dann weg sind oder abgearbeitet, die sind dann auch weg. Das ist dann so, ne? Auf diesem Kontinent sozusagen. Das ist ein bisschen der Nachteil, wenn man so möchte. Aber dann kann man ja einige Farmspots angehen, bei denen es um Massen dann an Charakteren geht. Also, Massencharakteren heißt Massen an NPCs, die wir wegballern. Hier der gespannte Kompositbogen ist auch schon bei 5 Gold, ja. Und schon sind wir auch wieder fertig. Fünf Gold. Ja, da kommt schon. Da kommt ein bisschen was zusammen, ne? Also ich. Für mich wäre der absolute Benchmark, dass wir konkurrieren mit den 3700 Gold. Ob das machbar ist, das sehen wir dann. Wirklich machbar. Was war denn hier noch alles? Ach, hier, genau, die Eulenbestien und. Ah, guck mal. Aber ich gebe gleich erstmal die andere Quest ab, weil ich nicht weiß, ob es da noch eine Kombination gibt von Quests, die wir machen müssen. Die Gruselruinen. Auch gut. Kann sein, dass die jetzt als nächstes kommen. Oh, Goldorn. Für Goldorn mount euch ab. Drei Stück. Liegen bei 20 Gold Verkaufspreis. Das ist ja auch nicht ohne. Und einen Talentpunkt können wir auch noch setzen. Ja, das ist gut. Schleichender Tod klingt idyllisch.
So, genau, jetzt müssen wir nämlich genau dorthin, wo wir gerade rübergeflogen sind. Das heißt, wenn man hier die Quests westlich annimmt, bei den Hordenpunkten werdet ihr ostwärts geleitet. Nehmt ihr sie im Osten an, werdet ihr westwärts geleitet. Ja. Wuchtige Axt. Man sieht aber, es ist hier ein Respawn. Damit haben wir den Fangzahn auch. Okay, also die Opfer, die spawnen sofort wieder, aber da kann man nichts looten. So, das ging fix. Und wieder zwei Quests, die wir abnehmen, die wir abgeben. Ja, dass jetzt ausgerechnet mein Hexer so zum Schluss so eine wichtige Bedeutung bekommt, damit habe ich selber nicht gerechnet. Aber ihr seht, es braucht trotzdem wirklich Stunden, ne? Wie viele Folgen bin ich jetzt schon dabei? Bald 10. Der alte von Suhl. Die Prinzessin umboxen. Und dann nehmen wir uns nämlich schön dieses Gebiet hier vor. Was doch noch nicht auf. Oh ja, das ist ja hier. Super. Der Tollstock auch 5 Gold. Ja, das ist. Und sogar noch ein Rare hier, Leute. Jetzt geht das aber los. So, die nächste Quest, die wir durch haben. Was ist mit dir eigentlich? Ich war hier nicht. Ah, seht ihr? Wusste ich doch, dass da jemand so rumlungert. 14 Gold schon. Na? Sind alle da? Okay. Na, bei diesen Hügeln und sowas muss man aber ein bisschen aufpassen. Und wer seid ihr? Lebt wohl. Sieg für Sylvanas. Was haben wir denn eigentlich schon an? Eine 150er Schulter. 150er Schulter, definitiv besser. 154er. Brust definitiv besser. Raus mit der Sprache. So, und jetzt geht das aber hier rein.
Ja, einzelne Gegner sind jetzt tatsächlich völlig chancenlos. So, Nummer 1. Diese Falle hier. Sehr schön. Sehr schön. Nummer 2. Blindkraut. Wo steht denn Blindkraut gerade? Oh, kriege ich jetzt immer noch Stängel oder wie? Kann wohl nicht sein. So, nächste Runde. Wieder eine Quest fertig. Ja. Wir wühlen uns durchs Hinterland, meine Freunde. Ja, ist natürlich jetzt auch lustig durch diese Konstellation hier mit meinen NPCs. Und die nächste Nummer durch. Genau, Blutsauger, 30% schneller, soweit so gut. Was haben wir hier denn noch? Erhöht Schattenblitz und Seelendieb. Finde ich jetzt nicht so spannend. Finde ich auch nicht so spannend. Finde ich spannender. Zweihundertfünfzig Quests haben wir jetzt schon abgeschlossen. So, damit haben wir diese Forschungsstation durch. Jetzt kommt hier der Lauerfels. So, und dann endet das ja nicht. Dann geht das ja noch weiter. Genau, einmal sauber machen. Und die Karawane zieht weiter. Giftspucker. So, kleine Eier, wo haben wir 8 Gold? Bei knapp 9 Gold, ja, also ne, da kommt noch ein bisschen was zusammen. So, jetzt wollten wir aber hier in diesen komischen Lauerfels herein. Ist hier eigentlich der Rare, hier oben dieser Stinker? Der Reek, der ist da, ja. Vierunddreißig Gold für den Bogen. Ei, ei, Sir. Damit kann ich durchaus auch arbeiten.
So, genau, das ist der Spacki hier. Die müssen wir sammeln, ne? Die müssen wir doch sammeln hier, diese. Ja, alles klar. Aber der ist noch keine Quest hier, diese Entartung. Warum eigentlich nicht? Wieso ist hier noch keine Quest? Schlammige Beutel. Na, der ist ja auch sowas von chancenlos. Der haltbare Hut, 13 Gold. Okay, nicht schlecht. Also die Level 59 Goldfarms, auf die bin ich ja durchaus gespannt. Sag ich ganz ehrlich. Das könnte eine kuriose Fußnote werden. Na, denn jetzt ist dieser ganze graue Crap, der ins Inventar kommt, das sind immer ein paar Taler. So, das war vorher irrelevantes Silber. So, die anderen grauen Sachen, die beschädigte Waffe, ja, die ist nur 3 Silber. Das ist der Standard-Crab, so, das bleibt im Silberkram. Entscheidend sind wirklich Rüstungen und Waffen. Das ist das, was wir benötigen. Um die geht's im Prinzip. Der Rest ist, Schnickedöns. Genau, jetzt kann ich immer brennender Ansturm nutzen. Vielen Dank. Jetzt prügeln wir noch mal ein paar wilde Eulienbestien, genau, Ölbestien. Eulbestien. Die nächsten Quests fertig und dann kommt sozusagen eine für mich spannende Gebietskämpferei. Hier sind nämlich ich habe mich gerade erschrocken. Ich dachte, die werden hier rausgefaced, ne, werden sie nicht. Ich war nur wieder zu schnell. Wie geht's denn so, Mann? So, und mit den hier, mit den Quests werden wir, das wird dann 59 werden. Was jetzt? Sieg für Silvanas. Das sag ich euch. Jetzt geben wir die hier erstmal ab, dann sind wir gleich schon 57. Wow, also. Nochmal 3 Stück. Da kommt schon was zusammen jetzt hier. Ich bin ganz Ohr. Ach, jetzt kommt er. Ich bin so doof. Die hätten wir mal vorher mitnehmen müssen. Sonst müssen wir da nochmal hin. Habe ich verpeilt. 49 Gold. Hallo. Man sieht sich. Alles klar. Genau, weil ich so doof war. Geht es nochmal zum Lauerfels? Oder habe ich etwa noch eine Quest hier vergessen? Etwa, nein.
Ja, schade, dass ich sie nicht in die. Oh, ich würde das so feiern, wenn man die mitnehmen könnte in die außerhalb der östlichen Königreiche. Oder durch Portale. Naja, vielleicht auch nicht. Ich glaube, dann wäre es gepatcht. Ja, stellt euch vor. Ich nehme die jetzt mit nach Nordend oder so oder in die Scherbenwelt. So, hallo. Da seid ihr. So, also das Ganze jetzt nochmal. Und er ist noch nicht wieder gespawnt. Auch interessant. Ich meine, wir haben 3241 Gold jetzt auf der Tasche. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das aussieht. Wenn wir mal so eine Dreiviertelstunde oder 50 Minuten mal so einen Farmspot wirklich beackern. So, jetzt kommt der Final Push demnächst Richtung XP-Stopp. Stabiles Gebrechen. Lebensentzug. Ach, das ist das hier, okay. Ja. Ihr merkt im Hintergrund, ich muss mich um gar nichts kümmern. Also. Ja, okay. Dunkelblick, Dunkelblick, Seelenfäule. Ja, das ist eher so für Rare Elite-Mobs, ist hier schon fast egal eigentlich. Dann nutzen wir das hier mal. Ja, der andere Kollege ist noch nicht wieder da, ne? Dann prügeln wir einfach mal drumherum hier alles wieder kaputt. Aber nächste Folge kommen wir auf jeden Fall so weit, dass wir das XP-Stopp-Szenario dann aktivieren können. Ich meine, das hat auch was, ne? Man rennt hier einfach wild rum und kümmert sich nicht um alles andere.
Jawoll. Schade, dass auf der anderen Seite nicht mehr die Elite-Drachkin sind. Das hätte ich auch sehr gefeiert. So, da bist du. Moin. So, damit haben wir auch unsere Terrorklumpenprobe. Terrorklumpenprobe. Das ist auch schon ein schönes Wort. So, und dann ist nämlich die Frage, deswegen hier, ne? Das wäre. Hier waren früher, ganz, ganz früher mal Elite-Drachkins. Die sind leider auch alle weg. Leider, leider, leider. Genau, 20 Minuten haben wir noch. Dann können wir Jintalor noch auf jeden Fall anfangen. Das Inventar füllt sich, ne? So ganz langsam füllt sich das hier alles. Genau, gibt auch 34 Gold beim Verkaufen. So, dann sind hier die Quests aber tatsächlich durch. Dann geht's ab nach Jintalor. So. Tagchen. So, ich glaube, bei den Spinnsammeln muss ich jetzt ein bisschen gucken, weil die hier so viel Damage machen, die Kollegen. Genau, die muss man ja sammeln. Hier muss man diese Masken verbrennen. Da kann ich auch noch Kürschnern. Schweres Leder. Ei, ei, ei. Fliegt hier jemand rum? Ich würde sagen, das ist eine ganz normale Führung. Ich dachte, da wäre gerade ein Mount. Na, Nummer 2. 3. 4. Jetzt wisst ihr, was ich meinte mit diesem Flächenschaden. Jetzt haben sie mir die Spinnlinge hier zertrümmert. Ich meine, die spawnen relativ schnell wieder und es gibt auch genug hier gerade in den oberen Etagen noch, aber...
Genau, zerstört das mal alles schön. Spinning Nummer 5. So, damit haben wir die auch schon erledigt. Was ist mit diesem Flächenschaden? Du kommst natürlich auch nicht dazu, die Spinnen ihr Leben zu looten. Die Spinnlinge. So, Nummer 6. Schon ein bisschen Entertainment, ne? Genau, immer rauf da. So, dann haben wir die Spinnlinge. Jetzt habe ich hier einen noch. Ist das wichtig? So, brauchen wir den Kollegen hier noch, den Dreikopf. Der ist quasi auch gleich weg vom Fenster. Aber wir haben da nur einen Kopf gesammelt. Ah, seht ihr, zack, schon die nächste Maske. Und ihr seht, die spawnen übrigens auch wieder relativ schnell, ne? Was ich ganz interessant finde. Also ist daher auch ein relativ guter Farmbereich. Aber jetzt kommt die Frage, ja, was willst du denn da farmen? Ganz genau. Ist es hier irgendwie nicht wert, aber es gibt oben noch, glaube ich, Geisterpilze, da können wir mal gucken. Die dunkle Fürstin schütze euch. Genau, ist das irgendwas, was ich hier noch... Ne, da behalte ich die anderen, weil die noch Sekundärstats haben, die ich interessanter finde. So, das kann alles weg. Das ist auch wieder so viel Daddle-Doo-Kram hier, ne? So. So viel Daddle-Doo-Kram. So, das andere machen wir dann. Jetzt geht's weiter mit, achso, Berserker, der Blutfratzen, bla 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 bla. Da steige ich mit euch mal direkt hier in die nächste Ebene auf. Alle wieder da. Super. So, das sind hier alles nämlich die Kollegen. So, diese Schattenzauberer, die nerven echt rum. Die haben einfach mehr Lebenspunkte. Aber gut, mit dieser Gruppe hier hat sich das auch schon wieder erledigt. Hat sich das erledigt, die zu erledigen. Achso, das Gefäß mit Blut. Dazu müssen wir diese kleinen Camps rein. $33.
Was sind denn eure komischen Gefäße? Kann sein, dass wir dazu noch eine Ebene weiter nach oben müssen. Das probieren wir doch mal. Irgendwas muss ich hier looten, aber... sind wir immer noch zu weit? Unten. Das sind sie hier noch nicht. Wo sind eure... RIP! Die Schattenjäger, die kommen eigentlich danach. Irgendwas habe ich übersehen, Leute. Ich habe diese komischen Gefäße, habe ich bisher übersehen. Wo sind eure... ja, ja. Das gibt's doch nicht. So, das, der kommt auch später. Das kommt, wird auch später eine Quest. Wo sind denn die, diese bescheuerten Gefäße? So, kommen meine Begleiter sein? Doch, sie kommen immer noch mit. Irgendwas habe ich übersehen. Ach, da! Ja, ich war im komplett falschen Bereich. Das kann natürlich auch nicht funktionieren. Heidewitzka. So. Wenn wir schon hier sind, nehmen wir auch Beulengras mit. Nummer 1. 2. Drei. Genau, hier sind wir dann aber schon wieder zu weit. Geh vielleicht doch nochmal einen Bereich runter. Und sieg den Handschuh. 1500. Ah, nee. Hier sind die Gefäße auch nicht. Ja, ja. Können doch nicht nur die drei da oben sein, oder? Nein. Oh man, Stunde ist gleich schon wieder rum. So, habt ihr hier so Gefäße gesehen? Ich nicht. Ich sehe hier keine. Die müssten ja glitzern und blitzern und so weiter und so fort, aber... hier auch nicht.
Hier auch nicht. Oder doch? Nein. Also das ist schon viel zu weit. Viel zu weit eigentlich. Ach, da. Okay. Nehmen wir zum Abschluss hier den Rare noch mit. Ist auch in Ordnung. Okay. Die waren also viel weiter oben, diese Gefäße. Damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Denn hier die Seelenfressen, sowas, die kommen noch. Das hätte ich jetzt anders verknüpft. Aber gut. Ja, da fragen wir es nicht. Schießen wir sie einfach um. Nummer 5. Ja, dann gucken wir mal zum Abschluss der Folge. Die 58, so, dann schaffen wir auch nächste Folge. Na, guck mal, hier phasen sie sich jetzt echt runter, ne? Da, zack, da sind sie auch wieder. Zack, immer noch, sind immer noch da. Obwohl ich jetzt hier einfach wie bekloppt. Haut hin. Wie geht's denn so, Mann? Sei vorsichtig. Alles klar. Denkt dran. Geduld. Disziplin. Redet mit mir. Haltet euch vom Blut. Die Rache, so. Dann nehme ich das jetzt mal hier mit dem Blutsauger. Das ist für die Verteidigungssituation gar nicht so verkehrt. So, ich schaue jetzt mal, ob ich den direkten Weg dahin nehmen kann und ob die Kompalken mit. Die kommen mit. Die kommen echt mit. Also wenn ich nicht zu hoch segle, dann kommen sie wirklich mit. Wirklich mit? Ne, jetzt nur noch schon die Ember, ne? Jetzt habe ich sie verloren, das habe ich übertrieben. Das war der Versuch. Genau. Das war jetzt wirklich einfach mal das Experiment, wie weit ich das treiben kann, ohne dass ich sie verliere. Also muss schon doch ein bisschen auf den richtigen Weg gucken. Also da hast du noch einen einzigen hier gerettet. Nur noch einen einzigen gerettet. Ja, aber den Kollegen, ne, genau, wir können uns hier wieder zurückporten. Schon die Imba Grandiopolis. Wir haben hier 3500 auf der Tasche. Ich verkaufe jetzt extra im Moment noch nichts an grauem Zeug. Das machen wir in der nächsten Folge. Soll ich hier gleich nicht erschrecken, weil hier spawnen normalerweise jetzt hier, genau, die spawnen jetzt hier wieder rein, weil wir in dieser Zone, in der richtigen Zone wieder sind. Und weil ich nicht weiß, ob ich das gemacht hatte vorhin wieder mal, holen wir das Gold ab. Jo. 932648. 932648. Minuten, 243 Stunden sind wir drin. Aber wir haben, also was mich freut, jetzt zum Ende. Jetzt hilft natürlich auch, dass wir ganz gute Quest-Gold-Belohnungen bekommen. Und einen relativ ordentlichen Killspeed haben. Das spielt natürlich jetzt auch noch mit rein, ne? Darf man nicht vergessen. Wir sind also über 3800 Gold. Ich sagte ja, mein Traum wäre die, wär die 4000. Huch. Aber... Na, mal sehen. Mal gucken, was mit Level 59 geht. Und ich habe da ja ein, zwei Farm-Targets, die ich probiere. Durch Massen an Gegnern. Gucken wir mal, ob es dann klappt. Das war die Punktlandung. Bis hier hat das wieder geklappt. Danke fürs Einschalten, sage ich wieder. Schon cool, dass ihr da wart. Schon cool, dass ihr wiederkommt. Euch guten Loot, gutes RNG. Was ihr mir macht, morgens, abends, in der Nacht, in der World of Warcraft. Freue mich über die Daumen und Kommentare.
Und ja, nächste Runde, Level 59 mit XP-Stopp. Und dann machen wir jetzt nochmal so ein bisschen das Endgame hier zum Ende der Serie. Dann kommt wirklich nochmal so ein bisschen das Endgame. Denn wie gesagt, ich sage das in dieser Zwischenbilanz nach 200 Folgen, dieses ganze Thema Berufe, auf das ich Lust hätte, aber der Zeiteinsatz ist irre. So, und das ist mit einer Stunde am Tag, das kannst du vergessen. Also das macht mehr Sinn, wenn ich weiß, so, ich investiere da wirklich mal ein paar Wochenenden und habe Samstage, Sonntage, einfach in denen vielleicht einfach mal wenig ist. Und dann haue ich in diesen Sessions jeweils 3, 4, 5 Stunden rein. Dann kommt auch was rum, wirklich Instanzen grinden und so weiter. Das geht im Casual-Korsett nicht, es geht nicht. Also klar, das funktioniert, Leute, aber dann ist wieder Weihnachten. Dann feiern wir Geburtstag mit der Serie. Dann haben wir irgendwie November, dann habe ich so einen Stand, bei dem ich sagen würde, passt. So, und das ist keine Grundlage für das Thema Infrastruktur. Die kann man aufbauen, aber für Casuals müssten wir irgendwie dann, wären wir halt bei Let's Play 394 oder sowas. Und das ist das Dilemma, daher gucke ich jetzt zum Schluss einfach mal, was mit Quest und Rugold geht. Zeige ein paar Farmspots, ich nutze hier diese Mechanik aus. Da kann man sagen so, naja, ist das jetzt ein Ansatz? Kenne die Möglichkeiten. Es geht immer darum, kenne die Möglichkeiten. Wenn er sagt, das ist doch jetzt aber keine Geschichte, ne? Was ist denn wirklich Solo ohne NPC-Begleiter? Ja, das wird limitiert sein, weil man den Killspeed nicht hat. Ich habe ja auch keine Erbgegenstände, das wäre nochmal eine andere Nummer. Ja, das ist ja der nächste Punkt. Die könnte ich mir natürlich dann kaufen, ja. Dann hätten wir mit Level 59 nochmal so ein paar andere Slots besetzt. Aber hey, wir schauen einfach mal, wir schauen einfach mal. Vielleicht mache ich auch einen Instanzenroll mit Level 59 XP-Stopp. Kenne die Möglichkeiten, wir können ja mal gucken. Ja, vielleicht finde ich ja noch so ein bisschen Sachen für Schabernack. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Und Folge 195 wird witzig, ja? Folge 195 wird 59 XP-Stopp-Folge. Und dann beginnt ein bisschen das XP-Stopp-Endgame. Das gucken wir uns dann an. Also, ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.